Was geht ab, Freunde? Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich mit euch über ein ziemlich lustiges, nices, spezielles Thema sprechen. Und zwar hat Mero vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang es her ist. Ich glaube, es ist jetzt ungefähr eine Woche her. Und auf jeden Fall hatte er da gepostet, dass er jetzt ein Premium-Wasser auf den Markt bringt. Also Premium-Wasser ist im Prinzip halt sowas wie Fidschi. Die meisten würden jetzt wahrscheinlich wieder sagen, überteuertes Wasser oder so, aber ich glaube, darüber müssen wir jetzt gar nicht reden, ob das jetzt den Preis, ob der gerechtfertigt ist, ob das Wasser besser schmeckt oder nicht. Dazu kommen wir gleich noch, denn das werden wir natürlich in einem Video testen, Freunde. Ja, wenn das Wasser draußen ist, werde ich mir das holen und werde das mal testen und auch mit anderen Premium-Waters, Premium-Wasser vergleichen, wo so die Unterschiede sind und so, Freunde. Aber auf jeden Fall hat er das da, wie gesagt, gepostet. Ich finde das persönlich ziemlich nice, das gab es so natürlich noch nicht. Das Ding ist aber, bei seinen Fans kam das, würde ich sagen, eher gar nicht so gut an. Also der beste Kommentar, den ich gelesen habe, ich habe den hier gescreenshottet, Freunde. Und zwar hat da einer geschrieben, Rapper haben sich damals gegenseitig abgeknallt, heutzutage werden sie alle auf einmal zum Influencer und bringen Wasser raus. Was folgt als nächstes? Duscht ihr mit QDH-Geruch? Fand ich auf jeden Fall ein ziemlich lustiger Kommentar, hatte auch über 3000 Likes gehabt, Freunde. Und auf jeden Fall generell hat man auch viele negative Kommentare gelesen. Wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall nice. Ich finde, erstmal sieht das Wasser auf jeden Fall schon geil aus. So von der Flasche und so kann man sich das auf jeden Fall schon mal sneaken. Dann scheint es auch noch in Glasflaschen zu sein, was auch noch besser ist. Denn Getränke aus Glasflaschen schmecken einfach generell besser, denke ich. Man muss sich jetzt aber auch gar nicht weiter drauf eingehen. Und auch generell das Design finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall cool. Ich werde mir das Wasser holen. Und es ist jetzt noch nicht genau bekannt, wann das irgendwie rauskommt oder so. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob er das alleine rausbringt oder mit Enno und Rata, weil die eben auch markiert waren in den Kommentaren davon. Ich denke mal, vielleicht wird das einfach so ein Ding von den dreien. Ansonsten schreibt mir natürlich gerne mal eure Meinung zu Meros Wasser in die Kommentare, Freunde. Und ansonsten würde ich euch noch empfehlen, wenn ihr euch für CCN4 oder so empfehlt, guckt einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Da kamen auf jeden Fall einige geile Videos dazu online. Und ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen, Freunde. Wenn dem so sein sollte, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, ciao.